Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, personalpolitische Entwicklung bei Dauerkranken, das ist das Thema. Und ich finde, Sprache ist verräterisch. Wer ist eigentlich dauerkrank? Man kann doch einen Beschäftigten nicht auf einen Gesundheitsstatus reduzieren. Und in der Tat finde ich diese Reduktion, die in diesem Antrag vorgenommen wird, weil man weder dauerkrank noch dauergesund sein kann, stigmatisierend. Und ich bitte auch, diese Wortwahl zu überprüfen. Ich glaube, dass sie gegen Antidiskriminierungsgebote verstößt. Aber das ist das Verständnis dieses Antrages, es ist der Gestus, den ich kritisiere, weil so wird man das Problem von langzeiterkrankten Beschäftigten nicht lösen. Also der erste Teil des Antrages liest sich wie eine Abmahnung des Senates. Also da steht drin, er soll mal sein Kerngeschäft machen, er soll die gesetzlichen Grundlagen umsetzen. Dann schaut man aber, welche Vorschläge machen denn die Antragsteller, also die Koalition? Welche Ideen greifen Sie denn auf für die Stichworte, die ja einfach nur genannt werden? Bessere Motivation, höhere Arbeitszufriedenheit, höhere gesundheitliche Standards. Fehlanzeige, gibt es nicht einen einzigen konkreten Vorschlag? An der Stelle hätte man es sich doch wünschen können, dass man beispielsweise gute Beispiele würdigt, wie eine sehr, sehr erfolgreiche Gesundheitsmanagementpolitik des Bezirksamts Schöneberg-Tempelhof. Hier haben sich die Beschäftigten selbst in ihrer Freizeit qualifiziert, um ihre eigenen Kolleginnen und Kollegen zu beraten. Und die Themen sind Mobbing, Sucht, Überlastung, psychische Störungen und Probleme. Und die Kollegen, die das neben ihrer Arbeit realisieren müssen, werden überrannt von den wirklichen Bedürfnissen der Beschäftigten, über ihre Probleme sich auch auszutauschen und Rat zu suchen. Da hätte ich mir gewünscht, dass Sie so konkret sind, wenn Sie dieses Thema aufgreifen, dass Sie sagen, das wertschätzen wir und hierfür wollen wir auch weitere Ressourcen zur Verfügung stellen. Aber Fehlanzeige. Der Gestus des Antrages ist erschreckend, finde ich. Ein Langzeiterkrankter bekommt den Stempel dauerkrank und soll zeitnah zum Amtsarzt. An der Stelle allerdings war ich dann wieder erleichtert, weil hier karikiert sich der Antrag wirklich selbst. Also wir wissen, dass gerade Amtsärztinnen und Amtsärzte das gesuchteste Personal im Land Berlin sind, so viele offene Stellen, wie seit längerer Zeit an dieser Stelle es nicht gelingt, sie zu besetzen. Inzwischen sagen alle, man müsste 20.000 Euro jährlich raufpacken, um wirklich diese Stellen besetzen zu können, weil es eine hochanspruchsvolle Aufgabe ist und die Krankenhäuser besser bezahlen. Dieses Problem lösen Sie nicht, im Antrag verweisen Sie darauf. Also was soll man dann daraus schließen? Und warum, frage ich an der Stelle, gibt sich der Antrag nicht einmal die Mühe, dem Eindruck entgegenzutreten, dass hier ein Begründungszusammenhang aufgebaut wird, dass nach Feststellung der langfristigen Erkrankung der Druck verstärkt werden soll, den öffentlichen Dienst zu verlassen? Und das ist übrigens der falsche Ansatz. Viele, und ich will Ihnen auch ein Beispiel sagen, viele, die sich mit Personalpolitik beschäftigt haben, waren dann, als sie über diesen Einzelfall diskutiert haben, trotzdem schockiert. Eine junge Beamtin zur Anstellung hat eine schwere Krebserkrankung überstanden, kam zurück und wurde natürlich vom Arbeitgeber nicht in die Lebenszeitverbeamtung übernommen. Das sind Probleme, über die wir diskutieren müssen. Das wünsche ich mir, dass dieser Konflikt, die Entscheidung des Landes Berlin ist wahrscheinlich sogar mehrheitsfähig, aber über die Probleme, die daraus entstehen, darüber müssen wir diskutieren. Nichts davon im Antrag. Der Antrag macht sich noch nicht einmal die Mühe, die unterschiedlichen Regelungen, die es gibt für Angestellte und Beamte, überhaupt zu hinterfragen, überhaupt abzubilden. Da er gar keine Vorschläge macht, muss er sich ja auch in diese Konkretionstiefe nicht begeben. Ein weiteres Beispiel, was Personalpolitiker umtreibt. Wir wissen gar nichts über die Struktur von langfristigen und Langzeiterkrankungen, weil selbstverständlich der Datenschutz diese Daten auch sichert. Und diesen Zielkonflikt aufzulösen, ist bisher noch niemandem gelungen, weil der Datenschutz an dieser Stelle auch richtig und wichtig ist. Dennoch wäre es wichtig, sich anzuschauen, wie könnten denn Begleitungs- und Unterstützungsmaßnahmen aussehen. Von daher sage ich abschließend, Personalpolitik 5 heißt, glaube ich, dieser Antrag. An der Stelle
stimme ich zu. Es wäre aber dringend notwendig, hier Veränderungen in die Wege zu leiten.